Also ich finde einerseits natürlich die Farbe schwarz oder mehr so den Kontrast, die Farbe hervorbringt, unheimlich entscheidend. Und auch sozusagen die Erinnerung oder eben das Verdeckte, was noch hindurch schimmert, finde ich ganz spannend. Und das Farbe Schwarz steht heute im Mittelpunkt im Kunstverein Familie Montes. Grund hierfür ist, dass der heutige Künstler namens Manuel Welder am 14. Tag des Gemeinschaftsprojektes Ein ganz normaler Herbst, nur anders 2020, vor allem mit dieser Farbe gearbeitet hat. Er erzählt mir über die Wirkung der Farbe Schwarz und wie er sie hier auf der Leinwand eingesetzt hat. Außerdem erfahren wir, was Meditation und Atem mit seiner künstlerischen Umsetzung zu tun haben. Ich stelle ihm meine Fragen, unter anderem, ob er bewusst oder intuitiv über der Arbeit von Manfred Stumpf zwei Objekte gemalt hat, die an Augen erinnern. Denn in diesem Bereich der Leinwand spielen Augen eine große Rolle. Das und noch mehr kommt jetzt mit Manuel Welder. Sehr gerne. Ich beschäftige mich mit Meditation und mit dem Atem und bin hierher gekommen, um eine gewisse Verbindung zu schaffen von den Werken, die ich vorgefunden habe, um die auch für mich selbst zu verarbeiten, zu beobachten, wirken zu lassen, und habe dann sozusagen probiert, sie zusammenzubringen und gewisserweise vielleicht auch zu rahmen mit meiner Arbeit, mit meiner Herangehensweise. Also ich finde einerseits natürlich die Farbe schwarz oder mehr so den Kontrast, die Farbe hervorbringt, unheimlich entscheidend. Und auch sozusagen die Erinnerung oder eben das Verdeckte, was noch hindurch schimmert, finde ich ganz spannend. Und das finde ich ist am stärksten eben mit dem Schwarz. Also jetzt, ob das das Weiß ist oder ob ich dann auch nochmal eine Farbe draufsetze. Ich mag, wie das in Verbindung geht mit der Verdeckung, einerseits mit dem Auflösen und wieder neu schaffen. Genau, ein Entdeckungsspiel, auch in näher hingucken, in hineingezogen werden, so ein bisschen auch was Ed Reinhardt probiert mit einem sehr engen Farbspektrum, um eben denjenigen, der das Werk anschaut, irgendwie zu greifen. Und das finde ich eigentlich sehr spannend auch an dem Schwarz. Also das Schwarz tut auch ganz viele Formen oder auch Strukturen mit sich bringen. Und die arbeiten dann mit dem, was passiert außenrum. Also man fokussiert sich wirklich auf das, was im Tieferen passiert. Ja, also es hat viel mit dem Schöpferischen zu tun und gleichzeitig auch sozusagen mit dem Atem. Also der Atem ist sozusagen die Verbindung und auch sozusagen das Element, was ich am meisten beanspruche beim Arbeiten und worauf ich mich am meisten fokussiere, und dann gleichzeitig gekoppelt mit der Intention, die mit dem Atem in Verbindung geht. Das hat auch ein bisschen was von der Neuroplastizität, also dass man gewisse Wege nochmal fährt, um sie tiefer zu verinnerlichen, oder eben auch, wenn man sich bewusst macht, was will man denn genau, und man geht immer nochmal den Weg nochmal, um eben sich ganz bewusst zu sein, okay, ich muss diesen Schritt gehen, dann diesen Schritt und dann diesen Schritt. Das finde ich halt auch sozusagen was sehr Spannendes und was ich auch immer wieder aufgreifen will. Also genau, es können als Augen geltend gemacht werden, weil wie gesagt, bei mir geht es wirklich um die Sinne oder eben das Schöpferische, was dahinter steckt. Okay. Ja. Gut, also du weißt, dass hier quasi auf der Seite, genau da, wo du es hingemalt hast, das Thema Augen ganz groß ist, ja? Oder hast du das intuitiv so? Das habe ich, also ich habe das gesehen, also auch sozusagen bei mir kam erstmal das Erste, was ich gesehen habe von dem Kunstwerk, war eigentlich die Augen von Greta. Ich fand es halt einfach auch spannend, wie sozusagen auch vom Gewölbe her, wo die ungefähr fallen. Also ich liebe die Arbeiten von Wolfgang Leib, der sich auch sehr stark immer auf Räumlichkeiten bezieht und auch gleichzeitig eine Art Meditation mit seinen Arbeiten in Verbindung bringt. Die Arbeiten sozusagen haben mich generell als Künstler am meisten inspiriert, wenn ich ehrlich bin, und auch etwas, wo ich gerne zurückschaue, also was macht
was machen die Arbeiten, warum haben die Arbeiten mich so sehr berührt. Und da ist es eben so, dass ich glaube, wenn man Arbeiten macht, wo Menschen vorbeikommen, wo Menschen sich auch die Zeit nehmen, die anzuschauen, diese Hingabe da reinzustecken, um eben anderen auch seine Perspektive ans Herz zu legen, ist für mich enorm wichtig und ist etwas sozusagen, was ich sehr dankend hier auch angenommen habe. Also ich, für mich ist sozusagen die Verbindung zum Niklas Fiedler irgendwie besonders, also weil ich ihn einfach auch schon länger kenne und auch seinen Weg auch sehr interessant oder interessiert immer beobachtet, wie er so seinen künstlerischen Lebensweg auch geht. Von daher, das ist so etwas, wo ich sofort sage, okay, einfach durch die persönliche Verbindung einfach zu ihm auch und so seine Herangehensweise, seine Kunst zu teilen, finde ich einfach auch gut. Ja. Manuel kann auch gut mit anderen Farben malen, wovon ich mich auf seiner Webseite überzeugt habe. Die Webseite habe ich in der Infobox verlinkt. Vielen Dank an Manuel für sein heutiges Wirken. Morgen, am 15. Dezember, kommt eine mir bereits gut bekannte Künstlerin in den Kunstverein, um an dem Projekt mitzuwirken. Es ist Edda Rössler. Wir haben Anfang April diesen Jahres ein Video über ihre Kunst gemacht. Daher erwarte ich mir viel Farbe, vor allem und vielleicht rosa. Stöckelschuh und Kuchen auf der Leinwand scheinen mir auch möglich. Ich bin jedenfalls gespannt. Edda kommt mit dem Künstler Achim Rippberger, welcher fast als erster auf dieser Leinwand gewirkt hat. Ich hoffe, er wird uns auch hierzu etwas erzählen. Bis morgen also bei Ein ganz besonderer Herbst, nur anders 2020 im und vom Kunstverein Familie Montes.